Wir sind heute bei Buns Street Food in Hamburg. Wir testen mal aus, wie der Laden schmeckt. Ist auf jeden Fall Toast. Diese Butterbrote, die ihr kennt von russischer Mama. Ich glaube, eine Stufe härter. Das steht schon Schlange. Heute in Hamburg sind wir nicht auf der Jagd nach Buns, sondern nach Buns. Dieses Streetfood soll der Hype überhaupt sein. Sandwiches und so. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, aber was kommt? Wir checken heute. Okay, André, was sagst du? Ja, also bis jetzt, dicker, schicker Laden. Buns? Was soll man ja, sagen? Sieht gut aus, hä? Jetzt haben wir deinen Bun, so. Uff, das ist der Bun. Das sieht schon unnormal lecker aus. Ich hab so Bock, da reinzubeißen. Ich brauch noch ein bisschen. Ich brauch noch einen. Okay, okay. Wie ist? Wie Burger oder nicht? Kannst du nicht vergleichen mit Burger. Und das Brot kommt so im Nachgang. Kennt ihr das, wenn ihr so Toastbrot macht? Aber nicht so mit diesen ganz normalen Sachen, sondern mit so extra Hähnchen oder sowas. Das schmeckt genau so, aber geil. Also es ist brutal. Guten Appetit, Bruder. Mach immer. Darf ich euch präsentieren? Diese ist Buns. Das, was so aussieht wie ein heftiger Burger mit Sesam, dies, das, Tomate. Sieht brutal aus, ich muss ich schon sagen. Es geht auf jeden Fall fit, aber anders als vorgestellt. Was hast du dir vorgestellt? Mehr saftiges Brot, Beißereien und so, das ist nicht so saftig und es sieht lecker aus und das Auge ist ja auch mit. Aber mir fehlt da irgendwas. Zu wenig Soße oder was willst du sagen? Nicht zu wenig Soße, das Toast ist so dominant. Warte mal. Jetzt wie anders, Digga. Nimm mal zwei, drei Wischen, Bruder, natürlich, anders nochmal. Chicken, dies, das, mit Tomaten, Salat. Mal was Neues, kennt man nicht. Gebt euch das. Weil das überhaupt so, so lecker aussieht, so mit den Bissspuren und so dann. Sexy. Sehr sexy. Sehr, sehr sexy. Weißt du was, probier du, Bruder. Komm, nimm mal einen fetten Biss. Viel geiler als diese Burger. Findest du geiler? Ja. Also diese Kombination zwischen dem marinierten Chicken und diesem ganzen Toast drumherum. Digga, das ist Endlevel. Boah, das sieht saftig aus. Anders, Alter, lass es schmecken. Guck mal, man sieht schon wieder, das fällt so auseinander und so. Ich nehme jetzt so einen fetten Biss. Nimm mal den größten, den du kannst. Ohne zu haten, der ist lecker. Vom Geschmack und so erinnert er mich an Cheeseburger von Mc's. Echt jetzt? Ja, ja, kein Spaß, findest du nicht? Nee. Warte, lass mich einen zweiten Biss nehmen. Streich Cheeseburger, mehr wie Big Mac. Chicken, viel, viel geiler. Bro. Viel, viel geiler, viel, ne? Viel, viel geiler. Ja. Kann man essen, aber nennen wir Chicken, sag ich schon ehrlich. Wenn ich eine Bewertung geben darf von 0 bis 10, würde ich den ganzen 8,7 geben. Barbecue. Das Barbecue-Ding würde ich eine stabile 7,5 geben. War lecker, kann man essen. Wenn ihr hier seid, bestellt euch das Chicken-Ding. Ich sag dir ehrlich, sehr lecker, auch so mit dem Toast und so mal was Neues. Man ist kein Döner, kein Burger, man ist so ein Bun. Und wir haben jetzt Chicken und Richtung Burger probiert und ich fand den Chicken deutlich heftiger als Burger. Wenn ich so Skyler 1 von 10 machen könnte, würde ich hundertprozentig Chicken selber so 8 schätzen. Oder 8,5 gebe ich den sogar. Aber so Burger 7, 6,5 Beef hat mir nicht so gefallen. Ist so Stani, du findest überall so geileres Essen. Würdest du empfehlen? Hundertprozentig, aber nur das Chicken. Der Burger floppt, sag ich ehrlich. Check gern ab, geht vorbei, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr hier wart und wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.